Wir haben noch zwei Aufträge offen. Yes. Das und das. Mega. Suchen Sie aus. Dann gehen wir von links nach rechts vor und nehmen das. Wir haben dieses Ding hier noch nie aufgehängt. Ja. Nimm das mal mit. Okay. Okay, die Kästen sind in der Garage. Das hat gar nicht so viele Räume. Guck mal, das ist Untergeschoss. Mhm. Das ist Obergeschoss. So, was kann man denn jetzt mit dem Ding hier machen? Schlüssel habe ich gefunden. Oh. Ja, das ist das Thermometer. Thermometer, was man aufhängen kann. Okay, super. Oh, das ist aber ein kleines, hässliches Wohnzimmer. Guck mal. Was da? Hier ist wieder eine. Oh ja. Call John. Ach, guck mal, das Thermometer macht Temperaturveränderung automatisch. Ja, alle paar Sekunden aktualisiert sich das. Oh, hier ist noch eine Schublade. Wir haben Dunst. Dunst. Hier ist wieder ein Kästchen, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Schlüssel habe ich eingesammelt. Oh ja, da, es ging auf. Hast recht. Das war ich. Gibt's hier kein Licht? Ist gerade ausgegangen. Oh, ich habe es einfach nicht angemacht. Ich glaube, ich bin nicht bei der Sache. Weil was bist du denn? Du trägst einen kurzen Rock. So. Ich bin in den Schrank reingegangen. Ja. Ich höre mein Herz, als würde es jagen. Ist vorbei. Was auch immer das war. Oh, ich habe hier EMF in der Küche. Bist du hier? Hallo, bist du hier? Hi, bist du hier? Hier? Viermal nö. Okay. Also ich wäre bei Küche, einfach wegen den Signalen. Cool. Ich mag sie gar nicht. Wie alt bist du? 15. Bist du hier? Ich habe eine Antwort. So, wir haben jetzt schon Dunst und wir haben eine Antwort. Eine Antwort. Könnten Oni sein oder ein neuer Geist. Hm? Infrarotbewegungsmelder. Oder Geisterorb. Ich weiß halt nicht, das ist so überbild. Ich habe ein Orb. Das ist ein Orb. Ja, wir haben das erste Mal ein Orb. Yeah, neuer Geist. Dunstbox Orb. Ach so, ja. Ein Kauineag. Nochmal wie? Kauineag. Willst du das erste Ritual heute machen? Ich mach das nächste dann im anderen. Okay. Ich nehme den Halbesfeld auch noch mit. Okay. Und die Dose. Yes. Okay. Oh, oh, bück dich nochmal. Oh, oh, oh. Da sieht man deine Pobacke durch. Ich habe ein Loch in meinem Rock. Ja, genau, genau in der linken Pobacke. Sieht aus, als hätte es irgendwer mit einer Schere reingeschnitten. Ja, wer macht denn da sowas? Die veräppeln einen. Oh, jetzt habe ich gerade beide Pobacken gesehen. Okay, Abstand. Wir haben den Namen. Ah, jedes Mal das Gleiche. Aber erst, wenn man das Buch aufschlägt, eigentlich schon drinnen steht. Und Luft holt und sich räuspert. Wo habe ich meine Taschenlampe hingegeben? Ein Kreuz könnte ich mal mitnehmen ne? Ja. Oh, das nehme ich auch mal mit. Gute Idee, Herbert. Ja, deswegen bin ich halt auch der... Wer bin ich eigentlich? Der Boss. Ich bin der Boss. Du bist John, eigentlich. Herbert. John Herbert. Ja, dein Mann nennt dich immer Herbie. Mein Mann? Ja, warum nicht? Ich habe keinen Mann. Ach so, immer noch alleine, Herbie. Es tut mir aber leid. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Eigentlich bin ich wirklich gut im Bett. Da rennt sie weg. Hat sie gerade gelacht. Roxanne, ich habe nur einen Witz gemacht. Ich bin gar nicht so gut im Bett. Oh, oh. Drück mal an die Wand, drück mal an die Wand. Oh, 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 oh. Dicker, mach dein Hemd zu. Das kann man sich ja nicht mehr angucken. Das finde ich echt. Ich hab den Perso. Hä, wieso hast du den nicht aus der Kiste genommen? Der lag bei mir nicht in der Kiste. Ich hab Lust, dich anzuknummern. Erzähl's aber nicht, Bernie. Ich hab keinen Mann! Okay. Los jetzt. Ja. Ethan Jones.
Oh, es ist wieder so ein deutscher Geist. Ethan Jones. Portal schließen, schließen. Okay, weiter geht's. Mopsen, irgendwas stand am Mopsen. Keine Echt? Ahnung, ja. Wir beten, was? Damit du unsere Möpse hörst. Irgendwie ein Doppelkind-Schatten. Portal, Portal. Ja, ja, kümmere dich mal drum. Ja, durch den Schatten da unten sieht das aus, als hätte ich so ein... Schließen, schließen, schließen. Doch, das sieht durchs Licht so aus, weil hier genau der Schatten so krass ist. Dann musst du dir auch ein Bart stehen lassen. Hast du ein Bart? Klar, Männer haben immer Bärte in Kisten rumliegen. Warum hast du so viele Bärte? Weil ich ein Mann bin. Alle Männer haben das. Endlich meine Praktikantin die Anweisungen befolgt. Was ist mit meinem Bart los? Männer richten sich immer gegenseitig die Bärte. Allmächtiger Bart. So viele Fluchen im Mund. Oh, er hat was ausgepustet. Oh, ich hab doch das Feuer. Ja, pass mit dem Bart auf und dem Feuer, ne? Oh, das ja, ist immer ja, sehr gefährlich. Das, ja. Lass es vor deinem Gesicht sein. Das passt mit heiliger Bart. Sage den Namen des Geistes. Oh, fuck. Ethan Jones. Er hat wieder was ausgepustet. Roxanne, bitte, Roxanne. Konzentration. Bartpflege dann später. Geh raus, Böses. Nice. Achtung, hab ich's geschafft? Dubstep Gun. Wieder eine erfolgreiche Neonröhre installiert. Oh, guck mal, wie hübsch. Der Geist geht gleich ins nächste Haus. Guck mal, jetzt müssen wir da drüben auch wieder hin. Geschäftsmodell. Mhm. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Okay, nein. Ich würde sagen, das ist du bist kurz vor dem Ende deines Praktikums. Ja. Es dauert nicht mehr lange, dann sehen wir uns. Dann gebe ich dir eine gute Note und du kannst zurück in deine Schule gehen. Aber wir haben noch einen Auftrag zu erledigen. Die schmeckst du jetzt erstmal noch ein paar Tage, oder? Das nicht. Alter, ich mach das wie so eine Katze. So, Bart? Oh. Warte, ich lecke ihn hier runter. Oh. Ich hab's auch gerade gesehen. Okay. Überall Bart. Hast oh, du hast die Mülltonne angefahren, Herbert. Und zu mir sagen, ich kann kein Auto fahren. Oh, gut. War nur eine Mülltonne. Oh, wir haben 3 Stockwerke. Im Keller ist das Badezimmer. Was? Im Keller ist das Badezimmer? Okay. Du weißt, was ich meine. Hier, du hast die Ehre. Oh, vielen Dank. Hallo, Geist! Oh, hier ist so eine hübsche Glastür mitten im... Oh ja, edel, edel. Boah, das ist so verwinkelt hier, das gefällt mir ja gar nicht. Ja, jetzt haben wir genau das Gegenteil. Nach so einem kleinen Haus eher ein großes. So, alles ist an. Vielen Dank. Gott, das Licht hier ist nicht besonders hell. Diesen Geisterorb, hast du den vorhin gesehen mit Nachtsicht? Ja, aber es war hell. Danke. Ich warte auf dich, bist du tot. Oh, 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 wow, 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 wow. Das war wieder dieser dicke Typ von vorhin. Ja, wir sind jetzt im Haus nebenan. Stimmt. Mhm. Stimmt, den haben wir jetzt ja nach hier geschickt. Ja. So, gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Licht ist ausgegangen, ich weiß noch nicht, ob es ganz aus, nee, aus ist. Wie viel aus ich gerade gesagt habe. Oh, dieser Teddybär hat mich gerade erschreckt auf dem Bett. Warum? Okay, ich verstehe es. Perso, Perso, Perso. Boah, hier ist Ohr. Oh. Ui, was ging hier ab? Hier war schon wohl einer. Du weißt ja, Hildegard. Und ich glaube, die ist nicht so gut weggekommen. War das die Besitzerin des Hauses vorher? Nee, Geisterdings. Unsere Kollegin, die nicht mehr... Ach, die von Ghost Hunters? Ja. Ja, das Haus ist halt auch groß. Wir sind jetzt... Ach, hier ist eine Truhe, guck mal. Oh, cool. Geisterorb am Start. Hier ist nichts in dieser Truhe. Ich sehe nie diese... Diese... Aber... Ah! Danke für nichts, Geist. Dein Schreien ist meist schlimmer als die Jumpscares. Danke. Oh, schon wieder. Wie alt bist du? Keine Antwort. Bist du hier?
Okay, nur dreimal. Ja, Diktiergerät. Ektoplasma oder Infrarotbewegungsmelder? Ich muss gleich nochmal nachdenken. Oh, sie waren hier draußen. Bis hierhin. Was, echt? Ja. Meine Hose ist zu eng. Die Hotdogs kommen unten an. Hast du ins Hösi geschossen, ne? Nein. Nur den Bauch im Gürtel eingeklemmt. Oh. Ja. Ich würde jetzt oben nochmal gucken. Und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht das Ektoplasma. Okay, ich gehe einfach nochmal kurz durch alle Räume. Vielleicht finde ich ja noch was auf dem Weg nach unten. Oh, du wirst gejagt. Da ist er, da ist er, da ist er. Tür zu. Ich habe kein Kreuz dabei, ich depp. Das ist schlecht. Raus mit dir rechts. Es flimmert immer noch jetzt nicht mehr. Mann, ich finde den Ausweg nicht. Der, du bist dran vorbeigelaufen. Ja, bin ich, volle Kanne. Also er müsste jetzt eigentlich darauf anschlagen, weil ich habe keine Fingerabdrücke nirgends gesehen. Wir können natürlich auch eine 50-50-Chance nutzen und raten. Wobei ich dann wahrscheinlich eher auf Bewegungsmelder tippen würde. Weil ich jetzt schon echt oft alles abgelaufen bin mit dem Teil hier. Wir könnten den Bewegungsmelder auch mal oben hinhängen. Könnten wir. Wäre es der Infrarot-Bewegungsmelder, wäre es ein neuer Geist. Ja, dann tippen wir doch auf den und treiben ihn aus. Ja. Ja? David Anderson. Die größte Christi gebietet dir. Deutlich sprechen. In den Roxanne. Namen und der Gutheit unseres Lords. In den Namen und der Gutheit unseres Lords. In den Namen und der Gutheit unseres Lords. Scheiß David Anderson. Oh, oh, irgendwas passiert. Er stand nur kurz hinter dir. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords. Noch deutlicher kann ich es nicht sagen. Es geht nicht. In den Namen und der Gutheit unseres Lords. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords. In dem Rahmen und der Mutheit unseres Orts. Im Namen und der Gutheit unseres Lords. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords. Portal! Stell dir vor, die Nachbarn laufen jetzt so am Fenster vorbei und denken sich, what the fuck? Schließen. Die denken sich auch, welcher Sekte gehört die denn an? Ja, ehrlich, ey. Magst du wieder weitermachen? Nein. Gott, erhöre mein Gebet. Gegenstände und irgendwas. Ich glaube, ich habe dich gerade gerettet. Nice, danke dafür. Bitte. Bewahre uns vor den Lügen des Teufels. Anderson. Norman Davison. Anderson. Davis Anderson. David Anderson. Geh raus, Böses. Das war doch der letzte Satz, oder? Ja. Wuh. Boah, war das anstrengend, ey. Wir sollten in den Urlaub fahren. Gemeinsam? So ein Arbeitsurlaub? Ja. Ich werde direkt ein buchen, wenn wir zurück sind. Honolulu möchtest du? Ja. Okay. Direktflug so, jetzt last minute? Ja. Okay. Ein Hotelzimmer, oder? Auch ein Bett und so. Hey! Ah, okay. Gut. Warum passiert das jedes Mal? So. Hallo, Vermittlung? Ja, ich bräuchte neuen Praktikanten. Können Sie mich da irgendwie vermitteln? Aber nur die weiblichen, ja. Jacqueline? Ja, das klingt gut. Maße? Hallo? Ja, mach ich erstmal allein weiter. Wo sind meine Pornos? Wo sind meine Pornos?